Hallo, hier ist das Team vom SupportNet und heute zeige ich euch eine kleine, aber sehr nützliche Funktion in Windows 8 und zwar den Screenshot. Ihr kennt es sicherlich bei den alten Windows-Versionen bis hin zu Windows 7, dass ihr über die Druck- bzw. Print-Taste auf eurer Tastatur einen Screenshot machen könnt. Allerdings wird der immer in der Zwischenablage abgelegt und ihr müsst dann zum Beispiel mit Paint diese Datei einfügen, bearbeiten und dann abspeichern. Windows 8 bietet jetzt die Funktion, über die Windows-Taste und die Druck- bzw. Print-Taste einen Screenshot zu machen. Ich zeige euch das mal. Achtet mal bitte auf den Bildschirm. So, dann flackert das alles einmal kurz zusammen, ähnlich wie beim iPad oder beim iPhone. Und das Besondere ist jetzt, dass dieser Screenshot in eure eigene Bilderbibliothek reingelegt wurde. Wir gehen jetzt hier auf Fotos und sehen hier, das ist unser Screenshot. Also man muss nicht extra nochmal Paint öffnen, was abspeichern. Es wird gleich hier abgelegt und er nummeriert es einfach selbst durch. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren.